Hallo Ritter des Steins und willkommen mal wieder aus der Vogelperspektive auf meine Burg. Und heute, ja, ich weiß, ich hatte ja vor ein paar Folgen schon angekündigt, dass wir eigentlich die Mauer da oben und sowas bauen. Aber doch erstmal wieder hier unter Konstruktion, weil diese Mauern, die geben nicht so viel Neues her. Ihr kennt ja die ganzen Mauern schon. Habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Deswegen heute wieder, nachdem wir letzte Woche das Digital hier geplant haben, heute nochmal real diese vier Module. Und ihr seht auch schon, ich muss jetzt hier langsam Platz schaffen. Das passt hier nicht, fast nicht mehr alles hin, weil es kommen ja, nachdem ich diesmal ja nachgeguckt habe, kommen da ja nochmal zwei Reihen hin. Also zwei, also acht Module, 2 mal 4 Module dahin, damit das dann alles abgeschlossen ist. Also ich würde sagen, fangen wir wieder mit dem langweiligen Teil an, mit den beiden hinteren, und arbeiten uns dann nach vorne durch. So, ich habe euch jetzt doch nochmal runtergeholt, weil da sieht man es dann einfach besser, wie man jetzt hier dieses Plateau, das Plateau ist im Prinzip jetzt fast abgeschlossen, es fehlt nur noch so ein ganz kleines Eckchen da hinten, aber wie jetzt hier diese Felswand, diese Kurve jetzt quasi hier mehr oder weniger abgeschlossen ist. Und mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege mit dem Stativ. Jetzt kann ich ja so ein bisschen drüber halten. Ich hab da, man sieht da überall schon, wie ich hier die Mauer eingezeichnet habe. Und wenn ihr euch wundert, was auch das da ist, da habe ich auch schon mal einfach so grob vorgezeichnet, wo ja dann die Schmiede hinkommt. Also die geht da dann aus der Wand raus. Aber ich würde sagen, das hier wächst doch auch ganz gut. Und das wird echt eng, hier noch ein Modul hinzukriegen. Aber gut, kriegen wir auch hin. Genau, also ich versuche nachher dann auch nochmal mit dem Handy dann auch nochmal hier näher ranzugehen, damit man diese Felsfront auch nochmal wirklich besser sehen kann. Ansonsten würde ich jetzt nämlich halt sagen, dass wir uns auch darum bemühen, oder ich bemühe mich darum, erstmal das Stativ hinzustellen, hier vorne jetzt noch diese beiden Module hinzuschließen. Man sieht es ja jetzt auch schon, wir werden immer niedriger. Es wird hier oben erstmal dieses steile Stück, dann bisschen flach, weiter runter und es wird immer weiter runter. Und hier kommt ja dann auch, man kann sich das schon erahnen, die Grünfläche wird hier immer größer, genauso wie dann auch hier vorne. Aber gut, jetzt erstmal die nächsten beiden Module dran stellen. So, ich hoffe, ihr hört den Baulärm im Hintergrund nicht zu arg. Hier wird gerade überall die Straße aufgerissen. Wir bekommen Glasfaser. Endlich mal. Vielleicht wird dann mein Internet auch mal hier besser, weil das Internet hier ist echt mies. Vielleicht kann ich dann irgendwann auch mal wieder streamen. Aber gut, ich schweife ab. Wir haben jetzt auch noch diese beiden Module hier dran gesetzt und die Landschaft wächst hier einfach wieder. Ich habe hier unten auch mal schon ein bisschen rumexperimentiert, wie man so die Landschaft noch so ein bisschen gestalten könnte. Also einfach nochmal hier mit Card und Wedge Blades was draufgesetzt, auch nochmal Steine draufgesetzt. Das ist natürlich auch nur die Grobstrukturierung, das kann man alles natürlich noch viel feiner, viel kleinteiliger machen, was ich ja auch irgendwann machen werde. Das ist so, sage ich jetzt mal, da fällt noch nichts ab, das ist noch okay. Aber das sieht man jetzt auch einfach hier. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel einfach diesen Bogen hier einfach komplett weiter durchgezogen und hier unten noch einen drunter gesetzt. Das passt eigentlich richtig gut, also für mich wirkt es relativ organisch. Organisch ist vielleicht bei Stein ein bisschen ein blödes Wort, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es wirkt einfach halt in sich stimmig. Und auch der Weg, der macht jetzt hier auch, sieht man von oben vielleicht ein bisschen besser, wie er da langsam jetzt halt auch nach rüber geht, in diese Kurve geht. Da hier wird er jetzt nochmal ein kurzes kleines Stück so ein bisschen mehr gerade und dann geht er hier halt nochmal weiter. Und auch die Felsen da hinten, also auch hier werden wir dann einfach jetzt dann noch eine größere Wiese haben, genauso wie dann hier unten. Einfach auch, damit ich noch ein paar Seen machen kann. Also was weiß ich, Viehherde, Wald, Belagerungsmaschinen, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich würde sagen, nun ist wieder die Zeit gekommen, damit ich euch in die Hand nehme und dann kann ich euch das alles auch nochmal von nahem zeigen. So, dann probiere ich es doch nochmal mit dem Handy, ob ich jetzt hier auch noch gut drankomme, auch gerade so hier bei einem ums Eck. Also, ich habe jetzt hier auch wieder natürlich auch immer wieder diese Wappen dran gemacht. Dezent, finde ich, aber doch eigentlich ganz schön und passend. Und machen wir jetzt halt mal wieder unseren typischen Überflug über die Landschaft. Hin zu den Felsen. Eben mit dieser Plattform, ist ja vom letzten Mal ja noch. Aber jetzt halt eben auch, wie es dann hier so ums Eck geht, auch wieder mit diesen großen Felsformationen in der anderen Farbe. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch dann auch überall nicht so viele Noppen noch übrig gelassen für Bepflanzung. Muss ich mal schauen, weil ich habe gedacht, hier kommen wir ja dann eh zu einer
großen Flächen, wo viel passiert. Da wird es vielleicht wieder ablenken, wenn dann zu viel noch am Felsen los ist. Aber ja, sehen wir dann, wenn wir ans Dekorieren gehen. Gucken wir mal, wie weit ich jetzt noch hier rumkomme. Ja, geht gerade noch so. Und natürlich halt noch mal diese riesige Fläche, die wir da oben haben. Muss mal schauen, ich gehe gerade noch mal auf die andere Seite. Ich stehe jetzt mit der Wand, ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Weiter zurück komme ich nicht. Also jetzt, oh, ihr seht meine Füße, wie sie sich spiegeln. Okay. Das ist schon eine große Fläche. Aber wenn man halt wirklich bedenkt, dass da noch alles voll wird, das wird wahrscheinlich recht eng da drin werden. Aber das ist doch eigentlich eine große Fläche. Vor allen Dingen die nächsten Module. Also ich meine, das nächste Drittel der Burg wird auch wieder sehr viel Unterkonstruktion sein. Das kann man wahrscheinlich schnell hinzimmern. Da werde ich euch dann auch nicht lange mit aufhalten, wenn es denn irgendwann soweit ist. Aber da kommt natürlich dann die Hauptburg oben noch mitten drauf. Die wird natürlich sehr komplex werden. Aber hier sehen wir jetzt einfach nochmal den ganzen Bereich und eben von hier dann auch nochmal die Felsenrunde. Also auch wirklich wieder genauso wie hier an der Felskante kommen dann die Mauer drauf. Ich muss ja, sieht man auch, mir sind auch noch ein paar Slopes dann ausgegangen und Curved Slopes, womit ich hier den Abschluss ja mache an die Mauer. Das muss ich dann auch irgendwann mal noch nachholen. Aber wirklich so hier. Und ich weiß, ich habe es ja schon ein paar Mal versprochen, aber wir machen jetzt dann auch wirklich weiter. Wir kümmern uns bald darum, dass wir hier diese Mauer hinbekommen. Das mache ich dann auch in einem Video, weil es eben halt nicht so viele Unterschiede gibt. Genau. Also, das wäre es eigentlich für heute gewesen. Schreibt mir doch wieder eure Meinung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, zu was auch immer, muss ich mir ja noch überlegen. Also, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins.